Hallo, ich habe mir gedacht, weil ich ja jetzt gerade schon so schön dabei bin, hier Online-Vorlesungen zu machen, und das ja viele betrifft, auch viele Kollegen. In Zeiten der Corona-Krise habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Meta-Video und erzähle mal kurz, wie ich hier meine Sachen hier aufzeichne und was ich überhaupt so mache jetzt online, als Anregung. Ne? Ich meine, das muss man jetzt nicht so machen, aber ich habe jetzt halt einige Erfahrungen gesammelt, jetzt konkreter technischer Art. Und das möchte ich jetzt einfach mal kurz erzählen, was ich hier so am Start habe. Vielleicht auch mal, was habe ich für Technik hier? Also ich habe hier einen MacBook Pro Laptop und nehme jetzt über die eingebaute Webcam einfach das Bild auf. Und habe hier noch wegen der Soundqualität einfach nur ein Headset mit eingebautem Mikro hier. Und das funktioniert eigentlich ganz gut von der Qualität hier. Und aufzeichnen, das mache ich jetzt mit einem Programm, das nennt sich OBS Studio. Das ist quasi, liefert auch das Bild, das Sie hier sehen. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Man kann im Prinzip mal das mal umschalten. Das Programm sieht so aus. Ich kann auch mal einfach mal auf die Webseite gehen von diesem Tool. Moment. OBS Studio. Das kann man runterladen hier. Von der Webseite hier gibt es für verschiedene Plattformen Windows, Mac und Linux. Und kann das dann einfach installieren und kann dann da quasi Videos aufzeichnen. Ich kann das mal hier zeigen, wie das funktioniert. So, also das Programm sieht dann so aus und man kann hier zum Beispiel eine neue Szene anlegen. Das mache ich jetzt einfach mal gleich. Ich nenne das jetzt mal Testszene. Und dann hat man hier einfach mal einen leeren Bildschirm. Und kann dann in diesem Bildschirm verschiedene Quellen angeben. Also man kann hier zum Beispiel mit Plus, kann ich jetzt sagen, okay, ich hätte gerne eine Bildschirmaufnahme. Das ist dann das, was ich eben hier sehe. Also das ist dann den Bildschirm selber aufnehmen oder eben auch ein Videoaufnahmegerät. Das wäre jetzt im Prinzip mal die Webcam. Wenn ich jetzt hier OK mache, dann kann ich jetzt hier das Gerät auswählen, die Webcam hier, kann dann OK machen und habe dann quasi das Webcam-Bild hier drinnen und kann das hier auch rumschieben und platzieren. Kann das zum Beispiel Vollbild machen. Ja, kann das jetzt irgendwie hier größer ziehen und kann dann zum Beispiel noch Text dazu machen. Ja, kann ich sagen, okay, die Testszene und dann machen wir hier noch Text dazu und schreibe jetzt meine Vorlesung Text. Das ist jetzt einfach mal der Text und den kann ich hier dann noch editieren. Und kann den hier dann einfach platzieren. Der ist jetzt wahrscheinlich hier oben. Muss ich natürlich dann irgendwie runterschieben. Genau. Kann da verschiedenen Text eben platzieren. So, das wäre jetzt so mal irgendwelche Bilder auch, Logos oder so. Na, ich kann dann das Hochschullogo mit dazu nehmen, kann da hier zum Beispiel sagen, okay, ein Bild mit rein. Und das kann man dann hier vielleicht am Eck platzieren. So. Und dann wäre das jetzt okay, ne? Ich kann hier auf Aufnahme starten machen, dann legt er das beim Mac normalerweise unter dem Ordner Filme ab, das Ganze. Ich kann auch noch ein paar andere Dinge hier einrichten. Ne? Ich mache jetzt mal eine zweite Szene. Test Szene 2. Oder kann die auch duplizieren. Ne? Ich könnte jetzt hier einfach hier hergehen und sagen, okay, dupliziere jetzt diese Szene, nenne die eben gleich das Szene 2 und kann die dann anpassen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel noch, was auch so ein Anwendungsfall ist, das klein machen
und könnte jetzt noch entweder meinen Bildschirm teilen oder auch sowas machen wie einzelne Fenster von Anwendungen teilen. Also könnte jetzt hier, machen wir mal Bildschirmaufnahme. Genau. Ja, jetzt ist es natürlich dumm, weil wenn ich mich selber aufnehme, dann ist das natürlich suboptimal. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal wieder raus oder kann das auch einfach irgendwie. Ja. Okay, das aktiviere ich gleich mal. Das kann ich natürlich auch dann entsprechend platzieren, die Bildschirmaufnahme. Genau, kleiner ziehen. Genau, und kann das jetzt dann irgendwie daneben oder davor oder dahinter legen. Kann es dann quasi von der Reihenfolge auch anordnen. Und kann dann auch zwischen den Szenen hin und her schalten. Kann dann sagen, die eine Szene aufnehmen, die andere. Das wird quasi, wenn ich auf Aufnahme starte, alles abgelegt in einem Ordner. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Genau, ich nehme das ja das Programm selber mit dem Programm auf, deswegen mache ich das jetzt einfach mal weg. Genau. So. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, ist so die Einstellungen, die ich da jetzt verwende. Also das ist ja so, dass ich, Moment, für den Mac muss man nämlich jetzt, damit das alles funktioniert, verschiedene Sachen noch einstellen. Ich muss im Prinzip bei Systemeinstellungen, bei Sicherheit, das ist dieses Häuschen, muss ich hier noch bei Datenschutz, bei dem Reiter, die Kamera erlauben. Ne? Die nachfolgenden Apps Zugriff auf deine Kamera erlauben. Da muss ich dann eben das OBS Studio anhaken. Genauso bei Mikrofon muss ich natürlich das Gleiche machen. Ne? Das heißt hier auch das OBS Studio mit rein. Oder auch Bildschirmaufnahme. Da muss ich das dann auch noch mit anhaken, sonst funktioniert das alles nicht. Das ist am Anfang, wenn man das nicht weiß, vielleicht ein bisschen schwierig, weil dann findet er zwar schon was, aber nicht die Sachen, die man eben haben will. Also da muss man unbedingt das bei Sicherheit, Entschuldigung, Datenschutz einstellen, sonst funktioniert da nichts. Das ist hier nochmal bei Sicherheit, Datenschutz und dann eben diese Sachen anhaken, sonst geht da gar nichts. An sich kann man das hier einfach dann aufnehmen, das Streaming. Ich kann dann hier auf Starten gehen. Dann nehme ich jetzt mal kurz was auf. Einfach mal nur einen Test. Ich sage jetzt hier, hallo, guten Tag, jetzt müsste eigentlich zwei Sachen aufnehmen. Das Streaming ist wieder was anderes. Entschuldigung, Streaming ist wieder, wenn ich das auf YouTube streamen will, das kann ich gleich nochmal erzählen. Aufnahme starten wollte ich machen. Genau hier. Aufnahme starten. Jetzt nehme ich was auf. Sage jetzt mal hallo, hallo und schalte mal die Testszene um. Den Bildschirm, den könnten wir jetzt nochmal auch kurz mal aktivieren, damit man das sieht. Genau, das reicht. Ich sage jetzt danke und stoppe die Aufnahme hier. Okay, jetzt habe ich was aufgenommen und jetzt kann ich mal einfach mal bei den Filme nachschauen, was er da aufgenommen hat. Das ist dann hier bei Filme. Kann man mal hier sehen. Das sind ja schon die anderen Filme, die ich hier aufgenommen habe. Das müsste eigentlich jetzt der letzte Film sein. Den hier. Kann ich mal öffnen. Macht er jetzt nicht. Das ist ja jetzt auch, was er hier aufgenommen hat, ist ein Format, das heißt MKV. Um das jetzt. Das ist halt das Standardaufnahmeformat, mit dem er auch, also da kann ich sowas machen wie Pause, pausieren. Das ist eigentlich ganz günstig mit diesem OBS-Studio in dem Format aufzunehmen. Wenn ich das jetzt als MP4 umkonvertieren will, da habe ich dann ein weiteres Tool, das auch umsonst ist. Das ist Handbrake, das kann ich mal öffnen. Mal schauen, das macht er manchmal immer nicht richtig auf. Das sieht dann so aus. Und mit dem kann ich das dann umkonvertieren in einen MP4-File. Da kann ich dann hier auf Start drücken. Dann konvertiert er das um. Genau, das war es jetzt schon. Das heißt, das ist jetzt umkonvertiert. Dann
dann kann ich gucken, dann ist hier das File als MP4 da, das kann man dann eben auch wirklich anschauen. Also das ist dann hier und da kann ich mal gucken. Genau, also das ist das konvertierte Video, wie man sieht und gehört hat. Ja, und jetzt, was mache ich jetzt mit dem Video? Also ich kann das Video jetzt zum Beispiel verwenden, um das dann auf YouTube hochzuladen. Das kann ich jetzt auch gleich mal zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu meinem YouTube-Channel. Machen wir mal kurz hier. Hier, ne? Da kann ich im Prinzip einen Channel anlegen und kann dann hier, könnt ihr jetzt das Video hier hochladen und kann dann hier die Datei hier reinziehen. Das kann ich ja auch gleich mal machen. Das war dann hier das. Das ist dann einfach nenne es jetzt mal Beispiel. Ziehe die hier rein. Jetzt lädt er das hoch. Ist schon da. Dann gebe ich dem halt den Titel, Beispiel. Kann dann noch meine Playlists auswählen. Ich habe jetzt hier zwei. Zielgruppe nicht für Kinder vielleicht jetzt, wenn es eine Vorlesung ist. Kann weiterklicken und weiterklicken und kann sagen, okay, öffentlich, das mache ich jetzt natürlich mal nicht öffentlich und kann auch einen Zeitpunkt festlegen und so weiter. Kann das dann speichern. Genau, Video wird verarbeitet, es dauert dann noch ein bisschen, also er macht dann, konvertiert es dann noch um und dann ist es im Prinzip sichtbar. 95% verarbeitet und dann wäre es eigentlich schon online. Dann kann man eben verschiedene, ich habe hier auch verschiedene Bereiche, ich habe hier zum Beispiel mal welche, die sind öffentlich und dann Sachen, die jetzt zum Beispiel mit urheberrechtlich kritischem Material sind, die werde ich einfach nicht öffentlich auf YouTube listen lassen, sondern eben einfach nur als Link in Moodle zum Beispiel teilen. Das kann man machen. Was auch noch geht in dem OBS-Studio zum Beispiel, ist, dass ich so einen Livestream einrichte. Und zwar kann ich hier einfach über dieses Livestream-Dashboard, da kann ich mir diesen Stream-Schlüssel rauskopieren. Der ist hier verfügbar, wenn man eben auf dieses Livestream-Dashboard geht. Den brauche ich, also der ist Gott sei Dank hier nicht sichtbar, weil der ist ja quasi privat. Und dann kann ich hier auf das OBS-Studio wieder gehen und kann das dann hier einrichten. Kann dann hier zum Beispiel bei den Voreinstellungen auf Stream gehen und kann dann hier diesen Schlüssel nochmal reinkopieren. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich quasi immer automatisch hier einen Stream starten. Ich mache jetzt mal das doppelte Bild hier weg. Also kann dann hier immer den Stream direkt starten und kann auch gleichzeitig eine Aufnahme auch noch starten, parallel. Also das kann ich auch machen. Dann streamt er das gleich auf YouTube und ich kann es aber auch noch aufnehmen und könnte es eben separat auch hochladen oder woanders noch verwerten, das Video. Genau. Man kann hier, was gibt es noch in diesem Programm? Was vielleicht ganz nett ist, ich kann hier, da gibt es so einen Studio-Modus, da habe ich dann quasi eine Echtzeit-Vorschau und eine, wo ich dann auch noch wirklich Sachen irgendwie hin und her ziehen kann und live verändern kann. Das kann man auch machen. Und so sieht es dann eben live aus, wenn ich es aufzeichne.
Was noch interessant ist bei dem OBS-Studio, das sind hier bei den Voreinstellungen so Hotkeys, wo ich dann zum Beispiel irgendwelche Hotkeys festlegen kann, wie hier Shift, Control, Alt, P für Pause und Fortsetzen, damit ich einfach mal anhalten kann und irgendwie, was weiß ich, was anders machen kann dazwischen. Nutze ich aber ehrlich gesagt eher weniger. Wäre aber möglich. Ich versuche immer nur ungeschnitten alles einmal aufzunehmen. Ansonsten gibt es eben nur das Problem, eben, dass man das in diese Rechte setzen muss, dass man da diese Preferences eben einstellen muss bei den Systemeinstellungen für den Mac. Das ist sicherlich bei Windows ähnlich dann. Was noch vielleicht zu Problemen geführt hat, das kann man auch mal erwähnen, dass gewisse Software, wenn man die noch laufen hat und irgendwelche Demos zeigen will, dass da mit den Hotkeys was durcheinander kommt und dass dann tatsächlich auch das OBS-Studio abstürzt. Beispielsweise hatte ich ein Problem, ich wollte quasi eine Shell, also ein Terminal, aufzeichnen und das Standard-Mac-Terminal hat immer dazu geführt, wenn ich dann mit das Programm gewechselt habe, ist mir das OBS-Studio abgestürzt und deswegen habe ich zusätzlich noch dieses iTerm hier installiert. Da geht es nämlich. Das kann ich aufzeichnen und kann quasi hier mit Alt-Tab irgendwie wechseln. Das kann ich machen mit dem iTerm. Und es gibt auch verschiedene andere Programme, die wohl zu Abstürzen führen. Das liegt irgendwie an der Kollision mit diesen Hotkeys, denke ich. Genau. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Tool noch im Angebot. Ja, und zwar, das eine ist ja schön und gut, wenn ich hier jetzt Livestream machen kann und Aufzeichnungen, aber ich hätte gerne auch Interaktion mit Studierenden. Und da habe ich jetzt noch ein Tool parat, das kann ich auch mal zeigen. Da mache ich jetzt diese Instanz mal zu vor dem OBS-Studio. Wobei, kann man mal offen lassen. Und zwar ist das was, das nennt sich Fair Meeting. Das sieht man hier, da kann man so einen Meetingraum einfach anlegen. Also ich kann hier mir einen beliebigen Namen einfallen lassen für den Raum. Und habe hier zum Beispiel verschiedene Räume angelegt und kann die dann einfach unter diesem Link, fairmeeting.net/meiler zum Beispiel, einen Raum erstellen. Und kann den dann einfach, jeder, der diesen Link hat, kann sich quasi einwählen in diesen Raum und kann dann da teilnehmen und sieht dann mein Bild. Da auf der rechten Seite tauchen normalerweise immer die Personen auf, die sichtbar sind. Ich kann auch natürlich, muss dann hier noch Video und Kamera starten, kann hier noch verschiedene Sachen machen. Ich habe hier Handheben. Ich habe hier auch so einen Chatverlauf, ne, da kann ich dann eine Nachricht eingeben und die an alle schicken, was auch schön ist. Und ich kann sogar auch hier eigentlich ähnlich wie bei dem OBS-Studio auch den Bildschirm teilen. Ne. Ich kann jetzt hier auf Bildschirm freigeben gehen und kann dann zum Beispiel den eigenen Bildschirm wieder freigeben, was wieder zu diesem Effekt führt, aber er kann dann hier auch zum Beispiel wieder irgendwie jetzt über das OBS-Studio, nee, über dieses, Entschuldigung, über dieses Fair-Meeting dann auch tatsächlich den Bildschirm aufzeichnen. Ja, genau, das kann ich jetzt auch wieder stoppen hier, indem ich das wieder ausmache. Und man kann das auch kombinieren, ja, das ist nämlich das Witzige. Ich kann ja jetzt, was ich ja hier jetzt eben hiermit gerade mache, ich kann quasi das Fair Meeting parallel auch aufzeichnen und sogar auf YouTube streamen. Also das heißt auch, ich habe das auch jetzt gesehen bei einer ersten Veranstaltung, dass das auch Studierende genutzt haben, die zum Beispiel jetzt mit dem Fair Meeting irgendwie nicht zurande kamen, dass die das den Stream dann auf YouTube angeguckt haben. Und ich kann natürlich die ganze Vorlesung auch aufzeichnen, die ich dann über Fair Meeting mache. Das ist natürlich auch, Entschuldigung, auch eine interessante Sache, dass die Möglichkeit dann auch besteht. Weil sonst könnte ich ja da eigentlich nicht aufzeichnen.
Ja, das finde ich ganz interessant, sowas. Also das Fairmeeting ist auch umsonst nutzbar. Da kann man auch spenden, weil das eben eine freie Initiative jetzt ist. Ja, also wie gesagt, die Kombination finde ich ganz interessant zwischen diesen Tools. Was wollte ich da jetzt noch erwähnen? Ich kann hier Kacheansicht, ja, wenn mehrere Leute sind, dann kann ich dann die Kacheansicht auch sehen. Ja, also das waren jetzt eigentlich so diese grundsätzlichen Sachen, die ich jetzt so nutze. Entschuldigung. Genau, jetzt fällt mir das wieder ein. Ich wollte noch sagen, um das Fair Meeting zu nutzen, ist es sehr günstig, wenn man den Chrome-Browser verwendet, weil sonst funktionieren diese Sachen wie Bildschirm freigeben nicht gut. Also das geht dann einfach nicht. Ist von der Performance auch interessant, das ganze Tool. Ich habe hier noch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Einstellung zum Beispiel, das auch irgendwie gleich ein Video von YouTube zu teilen, irgendwelche Dokumente öffnen zu lassen, und kann dann auch sowas machen wie Blur My Background, was anscheinend für die Performance günstig ist, aber irgendwie, man sieht es schon irgendwie funktioniert, aber so richtig, also man sieht das Regal im Hintergrund trotzdem noch irgendwie, finde ich, und außerdem man merkt, dass die Performance irgendwo nachlässt. Also das kann man gerne machen, wenn man jetzt wirklich quasi mehr Privatsphäre haben will. Das ist anscheinend auch wirklich eine Performance-Sache. Aber ich habe das jetzt eben bisher nicht genutzt. Ja, und ich hoffe jetzt mal, dass das einigermaßen interessant war jetzt, das ganze Tutorial. Wer mehr wissen will, der kann sich gerne irgendwo auch irgendwie melden bei mir. Ansonsten hoffe ich, dass diejenigen, die es interessiert und die das brauchen, auch eben gut durch diese Corona-Zeit kommen. Und ich hoffe mal, dass es irgendwo auch eine gewisse Hilfe bringt, wenn man jetzt solche Tipps bekommt. Und bin auch sehr dankbar für weitere Tipps. Dankeschön auch.